Wie heißen Sie? Lara. Nachname? Croft. Kommen wir zu ein wenig Abenteuerkino. Kommen wir zur Rückkehr einer Videospiel-Ikone. Und kommen wir damit zu einer deutlich jüngeren Version der Action-Archäologin, die wir bereits zweimal in Form von Angelina Jolie auf der Leinwand erleben durften. Kommen wir zu Lara Croft und Tomb Raider. Ja, Tomb Raider ist eine Art Neustart, eine Art Neubeginn, inszeniert von Roar Uthaug. Den kennt man vielleicht aufgrund seiner beiden blutigen und schon leicht empfehlenswerten Gebirgs-Slasher Cold Prey 1 und Cold Prey 2. Und der hat hier so gesehen das 10. wie gleichnamige Videospiel der Tomb Raider-Reihe verfilmt. Das erschien 2013 und ja, erzählte so ein wenig oder beziehungsweise einen Teil der Vorgeschichte von Lara Croft. Hier war Lara Croft deutlich jünger und erlebt so gesehen ihr erstes richtiges Abenteuer, das der Grundstein war für die Kampfamazone, die wir in 9 anderen Spielen zuvor erlebt hatten. Und dementsprechend geht es in diesem Film auch darum, dass Lara Croft, gespielt von Alicia Vikander, sich auf die Suche nach einer mysteriösen, geheimnisvollen Insel namens Yamatai macht. Irgendwo im Japanischen Meer, wer weiß es. Auf dieser Insel soll sich ein uraltes Artefakt befinden, das sehr viel Unheil über die Welt bringen kann. Und hinter dem bereits ein großer, mächtiger und böser Konzern her ist. Aber Lara geht es vor allem darum, ihren Vater zu finden. Der ist nämlich vor 7 Jahren spurlos verschwunden und war ebenfalls auf der Suche nach Yamatai. Und damit nimmt das erste Abenteuer von Lara Croft seinen Lauf. Lara, es tut mir leid wegen Ihres Vaters. Sie können dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Sie erinnern mich sehr an ihn. Brillant. Hallo, Liebes. Wenn du das siehst, werde ich sicher tot sein. Ich habe ein Grab gefunden. Man nennt es die Mutter des Todes. Wenn Trinity Erfolg hat, ist unsere Welt in Gefahr. Versprich mir, sie aufzuhalten. Ich verspreche es. Ja, Tomb Raider. Ich sag's direkt, ich finde den Film in Ordnung. Der ist jetzt kein Meisterwerk, aber für mich ist er auch kein Totalausfall. Und gerade im Bereich der Videospielverfilmungen, da haben wir schon deutlich Schlechteres gesehen. Aber darauf komme ich dann auch nochmal später zu sprechen. Zuerst will ich einfach mal direkt erwähnen, mir ist auch bewusst, dieser Film ist nicht frei von Schwächen. Ja? Und er hat ein paar richtig eklatante Mängel. Aber er hat eben auch ein zentrales Element, das mich gut von diesen Schwächen ablenken konnte. Und das ist eben Alicia Vikander. Ja? Ich finde, die ist schon eine Idealbesetzung für Lara Croft. Gerade wenn es darum geht, eine Schauspielerin mit einem hohen Bekanntheitsgrad zu finden, die halt eben diese Figur verkörpern soll. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine andere Schauspielerin mehr, die die Figur noch verkörpern kann. Aber wenn es darum geht, ein möglichst bekanntes Gesicht dafür zu gewinnen, dann ist Frau Vikander, glaube ich, echt ein Glücksfall. Ja? Und dann ist es halt auch echt schön zu sehen, mit welchem Genuss, mit welchem Elan, mit welcher Energie, mit welchem Pflichtbewusstsein und mit welchem Körpereinsatz die sich ja in die Action und die diversen Schauplätze stürzt. So. Und egal, ob sie jetzt rennt, schwitzt, kämpft, irgendwo aufknallt, irgendwo hinfällt, irgendwo hängt, von irgendwem irgendwas kassieren muss oder selbst austeilt, die macht das gut. Beziehungsweise, wie sie es verkauft hat, hat einen Eindruck hinterlassen. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist beeindruckend, das wäre vielleicht ein bisschen zu groß, das Wort, aber es hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen. Und wenn man sich dann mal so die Making-ofs anschaut, hier gibt es 4 Featurettes zur Entstehung des Films auf der Blu-ray, da gibt es ein Featurette über die Stunts. Und wirklich, das ist ordentlich, was die Frau da leistet. Also sie haben halt immer wieder versucht, gewisse Situationen auch echt nachzustellen, beziehungsweise nachzubauen, gewisse Kulissen, Settings und so weiter, wie zum Beispiel
dieses verrostete Flugzeug, was da über einem Wasserfall hängt. Und sie haben halt diesen Flügel, auf dem Lara Croft laufen muss, den haben sie halt nachgebaut. Und da läuft dann halt eine Frau Vikander drüber. Die kracht da mit dem Ding runter und die springt dann auch um das Teil und so weiter. Und das setzen sie halt in den Film ein und pinseln da halt ziemlich viele digitale Effekte drüber. Ja, also das Flugzeug sieht in echt bei weitem nicht so verrostet und verbeult aus oder so, wie soll man sagen, abgewrackt. Aber aufgrund der digitalen Tricks wird das halt dann da, sag ich mal, genau in diesem Look präsentiert. Und das sieht zum Beispiel ganz gut aus, diese Kombination aus, ja, Echtzeit-Action und digitaler Action. Es gibt aber auch digitale Effekte, irgendwann im Anschluss an diese Szene, da fällt sie dann halt runter, den Wasserfall runter und hat sich halt in letzter Sekunde noch so einen Fallschirm gegriffen und spannt den halt auf und rauscht halt volle Kanne in so einen Wald rein und wird von 1000 Ästen gepeitscht und knallt dann irgendwo auf die Erde. Dieser Flug ist natürlich, ja, es ist schon eine echte Frau Vikander, die da in der Luft zappelt, aber der Rest ist halt digital drumherum getrickst, beziehungsweise dieser gesamte Flug ist halt digital erzeugt oder digital hergestellt worden. Man sieht es halt schon an den Bewegungen des Eiers schon ein bisschen darum. Und hier bei solchen Effekten möchte ich dann auch sagen, ja, okay, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können. Auf der anderen Seite, ja, es gibt zuvor eine Szene, die sieht man auch in dem Making-of, da rauscht Lara Croft so eine Stromschnelle runter und ist gefesselt. Und das haben sie halt echt nachgedreht. Also sie haben halt Frau Vikander, gefesselt in so eine Stromschnelle reingeschickt und die versucht dann halt da an Land zu kommen, beziehungsweise rauscht dann eben die Stromschnelle runter. Und im Film ist es natürlich dann halt im Dschungel. Aber alles drumherum ist halt digital bearbeitet, beziehungsweise digital verstärkt, digital kreiert worden. Ist nicht echt, ist nicht da. Ja? Nur das Wasser, in dem sich Frau Vikander befindet, ist echt. Also sie hat so gesehen den Stunt selbst performt, aber dieser Stunt wurde dann komplett in eine neue Umgebung gepackt. Und ja, es gibt digitale Tricks, die sind scheiße. Oder beziehungsweise, da hätte man einfach mehr Arbeit reinstecken können. Und es gibt digitale Tricks, die fallen halt überhaupt nicht ins Auge. Und so hält sich das bei diesem Film halt eigentlich generell die Waage. Ja? Es gibt halt ein paar ganz gute Elemente und es gibt halt ein paar echt nicht so gute Elemente. Ja? Aber eine Konstante dabei ist halt eben Frau Vikander. Die verkauft es meiner Meinung nach richtig und richtig gut. Und dementsprechend konnte ich da über viele kleinere Feinheiten, die in der Summe schon sagen, also bei denen man schon in der Summe sagen kann, ah, komm, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Frau Vikander kann sie ein wenig übertünchen. Genauso wie der zweitwichtigste Punkt meiner Ansicht nach, wenn es darum geht, Tomb Raider auf die Leinwand zu bringen. Wie viel vom Spielgefühl schafft es, dieser Film zu übertragen und zu retten? Und da muss ich sagen, das ist doch deutlich mehr als gedacht. Ja, dafür sorgt vor allem meiner Ansicht nach die Farbgebung inklusive der Kulissen, denn die sind schon sehr an das Videospiel angepasst und da hat man schon wirklich darauf geachtet, dass das sich so ein bisschen ähnelt. Es gibt auch ja, den ersten Mord, beziehungsweise die erste Tötung von Lara Croft, die ist fast 1:1 aus dem Videospiel übernommen worden und da kann man auch sagen, die wird auch genauso schnell verhandelt wie im Videospiel, ja. Also normalerweise, als ich das Spiel damals gespielt habe, habe ich gedacht, oh, jetzt komm, ne, jetzt versucht mal ein bisschen hier noch die Figur zu ergründen, wie sie damit umgeht. Gebt ihr einfach noch mal ein bisschen, keine Ahnung, Trauer, Zweifel, Melancholie, irgendwas, um damit umzugehen. Haben sie nicht gemacht. Im Spiel und im Film machen sie es auch nicht wirklich. Dementsprechend, es geht schnell heiter weiter, denn die Action muss ja befeuert werden. Und dementsprechend will der Zuschauer ja auch möglichst schnell sehen, wie es weitergeht. Dementsprechend wird halt diese psychologische Ebene nicht wirklich verhandelt. Aber da kann ich sagen, ja gut, das wurde sie im Spiel halt auch nicht. Dann gibt es die Geschichte oder die Nebenhandlung mit Lara Crofts Vater. Ja? Die hat im Spiel eigentlich so wie gar keine Rolle gespielt. Kriegt hier dafür deutlich mehr Platz. Und auch das finde ich nicht ganz so glücklich in der Entscheidung. Denn, naja, durch diese Beziehung und durch die gemeinsamen Szenen und durch die Rückblicke und so weiter und so fort, da geht halt einige Zeit drauf. Und die hätte man meiner Ansicht nach in etwas mehr Action stecken können. Also mir war das noch ein bisschen zu wenig. Und dann muss man ja auch sagen, so, ne, was die Fallen und so angeht,
Ja, die ein oder andere Falle in dem ein oder anderen Tempel oder Gewölbe oder was weiß ich, die ähnelt schon an Tomb Raider, aber ich muss sagen, sie haben mich dann doch meistens oder überwiegend eher an Indiana Jones erinnert, was ich ein bisschen schade fand. Ja? Und natürlich ist dieser Film, der für ein breites Publikum gedacht ist, ist der halt auch nicht so hart wie das Videospiel. Das Videospiel war, ich glaube, MSK 16 oder USK 16. Kann aber auch 18 gewesen sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dementsprechend im Spiel, da gab es so ein paar Momente, da habe ich echt schlucken müssen. Es gibt unter anderem einen Tod, den man sterben kann im Spiel, da fällt man halt auch einen Wasserfall runter und dann landet man in so, ja, spitzen Ästen und wird halt richtig brutal aufgespießt. Ich glaube, man wird auch nochmal von einem Bär richtig böse kalt gemacht und so weiter und so fort. Diese Brutalität ist in Horror- und Hawks-Filmen leider nicht vorhanden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch für so ein Familienprodukt, also für ein FSK 12-Produkt, ist der Film schon ganz schön ruppig, wenn man uns mal im Vergleich zu anderen FSK 12-Blockbustern sieht, wie jetzt, was weiß ich, Pacific Rim oder so, der zweite. Der hat wahrscheinlich ein deutlich höheres Budget gehabt, aber na gut. Aber hier, ne, da geht's. Das hat schon den ein oder anderen etwas härteren Moment, den man vielleicht nicht unbedingt in so einem runtergedampften Abenteuerfilm erwartet. Und die Entwicklung von der Fahrradkurierin zur Fighterin, die wird halt hier halt echt genauso schnell behandelt wie im Spiel. Ja? Also da kann man dem Film eigentlich nicht unbedingt viel vorwerfen, dass hier nicht so viel Psychologie mit einwirkt. Es war im Spiel halt auch nicht so. Naja. Und was ebenfalls ein bisschen schade ist, möchte ich jetzt mal sagen, ist die Anwesenheit von Walton Goggins. Denn der ist eigentlich ein schön irrer Typ. Die Hateful Eight hat gezeigt, dass der richtige Szenen an sich reißen kann, dass der einfach nur genug Platz braucht, um zu wirken und dass der halt einen wirklich fiesen Charakter abgeben kann. Oder Justified zum Beispiel auch. Ja. Also der Typ hat einfach eine Präsenz und wenn man ihn spielen lässt, dann kann er diese Präsenz auch, ja, ausspielen bzw. wirken lassen. Und hier kommt er halt einfach deutlich zu kurz. Ja? Dafür kriegt dann halt der Vater eben auch, oder beziehungsweise, das wäre halt auch so etwas, was ich zugunsten von weniger Szenen mit dem Vater gesehen hätte, gern gesehen hätte. Ja? Zumal es dann halt auch, es gibt eine Szene mit dem Vater, beziehungsweise, ja, ist es ein Spoiler? Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Moment zwischen Alicia Vikander und ihrem Vater, Dominic West, den ich ja sehr gern sehe. Spätestens seit The Wire ist der auf jeden Fall ganz oben bei mir im Schauspieler-Ranking. Beziehungsweise ist es immer wieder ein sehr gesehener Schauspieler, den ich gerne immer wieder angucke. Es gibt Szenen zwischen ihm und Frau Vikander. Da war meiner Ansicht nach ein leicht erotischer Unterton vorhanden. Ich glaube nicht, dass der beabsichtigt war. Und ich will auch nicht behaupten, dass den wirklich, dass der von wirklich jedem wahrgenommen wird. Aber irgendwie muss ich leider sagen, da schwebt so ein Hauch, wirklich so ein ganz feiner Hauch von Erotik mit rein, den ich dann halt eben befremdlich fand, ja. Also die schauen sich manchmal, es gibt da so zwei, drei, lass es kurze Sekundenabschnitte sein, aber da schauen die sich an, als wären sie ineinander verliebt und das halt eben nicht wie Vater und Tochter, sondern wie halt Mann und Frau. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber nur ein bisschen. Ja. Aber ja, gut. Ja, hätte man auf diese Momente verzichtet oder diese Momente etwas reduziert, dann hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Action einbauen können, dann hätte ich diesen Film vielleicht auch noch ein bisschen kurzweiliger gefunden. Aber ansonsten, alles in allem, fühlt er sich immer noch kurzweilig an oder auch kurzweiliger als zum Beispiel Assassin's Creed, der ja schon gegen Ende echt dröge wurde. Ja? Und ich finde, er ist auch deutlich näher und deutlich besser in seiner Umsetzung als ein Prince of Persia, den ich eigentlich auch mag, aber der meiner Ansicht nach noch weiter vom Spiel entfernt war, als es ein Tomb Raider ist. Und dementsprechend möchte ich nur damit abschließen, ey, es ist halt eine geerdete Videospielverfilmung, die
angenehm nah an der Vorlage dran ist in gewissen Punkten, die von der Story her auf jeden Fall relativ dünn ist, die sich auch die ein oder andere Logiklücke erlaubt, die hier und da gewisse Sachen aufgrund seiner Besetzung oder aufgrund gewisser Inszenierungen vorwegnimmt, also dieses berühmte Foreshadowing, das kommt in diesem Film auch vor und ja, man kann sich gewisse Sachen einfach schon relativ früh denken, aber zum Ausgleich gibt es eben ein paar doch rasante Action-Einlagen, die zum Teil durch ihre Ruppigkeit beeindrucken oder überzeugen, zum Teil aber auch durch ihre Inszenierung und alles in allem oder über allem steht halt eine wirklich perfekt besetzte Alicia Vikander, die alles Menschenmögliche tut, um ja, ihrer Rolle gerecht zu werden. Und ich kann es nicht anders sagen oder nur nochmal wiederholen, das fand ich in Ordnung. Dein Finger drückt diesen Abzug. Sie legen sich mit der falschen Familie an. Zu guter Letzt gibt es wie immer ein paar Worte zur Technik bzw. zur Blu-ray an sich. Und rein optisch präsentiert sich Tomb Raider fast einwandfrei. Man kann es nicht anders sagen. Es gibt Close-ups. Die offenbaren so viele Details, die sind so scharf, die bieten so angenehme Kontraste. Das ist, ja, fast makellos. Ja? Also auch im fast makellosen Gesicht von Alicia Vikander kann man ziemlich viele Details und Poren und so weiter erkennen, genau wie in allen anderen Gesichtern. Oder halt eben auf Gegenständen, auf den verrosteten Wracks, auf dem Schiff, mit dem sie in See sticht. Im Dschungel, in der Grabkammer, die Ornamente oder die Verzierungen an den Wänden und so weiter und so fort. Das ist einfach, ja, es ist herrlich. Es wird wirklich sehr schön dargestellt. Dazu gibt es ein paar kräftige Farben, die alle etwas wärmer wirken, aber das passt halt eben auch zum allgemeinen Look des ja, Spiels oder eben des Films, also zu dem Abenteuerfeeling, das vermittelt werden soll, zu der Hitze, zu der Schwüle, zu der Unbarmherzigkeit des Dschungels. Dementsprechend kann man hier sich auch nicht beschweren. Und ja, wenn man dann halt wirklich solche Panoramashots sich anguckt, wie der Kameraflug über Hongkong, da sind so viele kleine Feinheiten sichtbar, ja, an den Häusern. Da ist nichts unscharf, da flimmert nichts, da gibt es keine ausgefransten Linien oder Kanten. Die Bildruhe, alles einwandfrei. Und selbst in den dunklen Bereichen, wo es hier und da gerne mal rauscht, da bleibt das Bild auch stabil. Hier und da könnte man sagen, okay, der eine oder andere Schwarzwert, der könnte noch ein bisschen kräftiger sein, aber alles in allem ist das ein wirklich vorzügliches Bild. Und genauso vorzüglich geht es dann auch beim Ton weiter, denn hier werden gleich ja, 4 Tonspuren aufgefahren, die wirklich Zucker sind. Beziehungsweise hier wird, glaube ich, alles an momentan machbaren Tonspuren auf die DVD oder auf die Blu-ray gepackt, Entschuldigung. Es gibt unter anderem eine deutsche, ich muss es hier gerade mal ablesen, eine deutsche Dolby Atmos True HD Spur. Dann gibt es eine englische Dolby Atmos Digital Plus Spur. Und es gibt nochmal 2 DTS HDMA 5.1 Spuren, jeweils in Deutsch und in Englisch. Und die unterscheiden sich eigentlich kaum voneinander, beziehungsweise bieten sie eine wirklich schöne klangliche Erfahrung. Gerade zu Beginn, beziehungsweise zu Beginn der Reise, wenn Lara Croft auf diesem Schiff ist und dann halt so einen Traum hat, so einen mysteriösen, und dann das Gewitter einsetzt. Bam! Da kracht's. Da wird der Subwoofer gefordert. Da wird's richtig schön brodelig im Wohnzimmer. Da knallt's von allen Seiten. Also allein die Flucht von diesem Boot, beziehungsweise wie dieses Boot durch den Sturm gepeitscht wird, das ist von der Akustik her Zucke. Und ich habe nur eine normale 5.1 Anlage. Ich habe aber gelesen, dass gerade bei Dolby True HD oder Dolby Atmos True HD, dass da der Sound wirklich auch von oben und von allen Seiten kommt. Das ist richtig geil. Und dann zieht sich das auch durch die gesamte Länge des Films durch. Am Anfang bei dem Fahrradrennen, das ziemlich schön in Szene gesetzt ist, da wird ein schöner Score durch die Boxen gejagt, plus die ganzen Straßenlärmeffekte. Genauso wie dann später im Dschungel, wenn es dann halt darum geht, dass ein
Arbeiter exekutiert wird oder wenn halt Schüsse durch den Wald knallen. Man kann die jederzeit genau verorten. Man weiß immer, woher sie kommen und wohin sie fliegen. Und sie zischen an einem vorbei, genau wie die Pfeile von Lara Croft. Also was die Akustik und die Räumlichkeit und die Dynamik und einfach dieses Wow-Gefühl angeht, da macht Tomb Raider keine Gefangenen. Das ist wirklich top-notch, was hier an Akustik präsentiert wird. Und ich will auch gar nicht weiter schwärmen, denn ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich irgendwo einen Kritikpunkt ansetzen kann. Selbst die deutschen Dialoge sind alle wunderbar eingebettet, also kann man sich auch akustisch nicht beschweren. Ja, in Sachen Bonusmaterial ist es dann wieder so eine Sache, ne, was man halt dann doch gerne hat oder wo man da seine Präferenzen hinpackt, beziehungsweise was einem dann doch eher gefällt. Hier gibt es 4 Featurettes zur Entstehung des Films. Die sind alle nicht besonders lang. Aber sie geben ein paar schöne Einblicke. Kann man nicht anders abstreiten. Nichtsdestotrotz hat der eine oder andere Clip schon einen gewissen Werbecharakter, beziehungsweise könnten diese Clips dann auch auf YouTube gelandet sein oder halt ja, als Werbematerial mit um die Welt geschickt worden sein. Also da wird dann schon ein bisschen viel Lobhudelei an den Tag gelegt. Aber das ist bei den meisten Featurettes so. Ja? Will ich gar nicht irgendwie großartig drüber meckern. Aber alles in allem muss ich sagen, gerade dieses Featurettes zu den Stunts, ich habe jetzt schon wieder Stunts gesagt, ja, es tut mir leid, aber nein, das Featurette zu den Stunts, das fand ich ganz interessant, wie gesagt, wie man halt versucht hat, gewisse Settings selbst zu bauen, auf denen dann Frau Wakanda rumtouren kann und wie diese Settings oder diese Tourenaktionen dann in den fertigen Film eingebettet wurden, um dann halt noch digitale Effekte drüber zu legen. Also das ist schon, wie gesagt, an manchen Stellen echt gut gelungen, ja. Bei dem Fallschirmsprung, ja, ist es nicht unbedingt glaubwürdig. Aber gut, da will ich mich nicht drüber beschweren. Dann gibt es noch ein Featurette. Da geht es um den Ernährungsplan bzw. das Training von Frau Wakanda und wie der Personal Trainer von ihr dieses Training angelegt hat. Und das ist auch interessant, wie gesagt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ne? Also der peitscht dann halt schon um 5 Uhr durchs Gym und sie kriegt dann halt irgendwie Eier und ein paar Gemüsestängelchen und hier und da mal ein paar Himbeeren und so. Und es ist schon eine gewisse Arbeit, die da vollführt wird. Möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Also klar, es gibt Leute, die arbeiten härter, keine Frage. Aber das ist schon ein ordentliches Programm, was die Frau hier absolviert hat, bevor sie überhaupt erst in die Maske gegangen ist, bevor sie am Set war, bevor sie ihre Szenen gedreht hat, bevor sie irgendwelche Proben absolvieren musste und bevor sie dann abends wieder nach Hause konnte. Also das ist schon stramm und das kann man hier durchaus nachvollziehen und das kann man auch durchaus respektieren. Ja, und dann gibt es noch ein Featurette über die Figur Lara Croft an sich und ihre Entwicklung. Da wird dann nochmal auf das Videospiel eingegangen. Ist auch ganz interessant, aber ist auch nicht sehr lang. Und dann gibt es noch ein Featurette, das heißt Uncovered. Da geht es halt um die Adaption der Geschichte und um die Neuausrichtung und was man machen wollte und wie man es verfolgt hat und so weiter und so fort. Alles in allem kein allzu umfangreiches Bonuspaket, aber dafür schon mit ein paar netten Bildern und mit ein paar ganz guten Informationen, die so ein bisschen das Gesamtgefühl des Films irgendwie verstärken, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber ja, es geht auch umfangreicher, es geht auch detaillierter, es geht auch mehr in die Tiefe. Das hat man schon auf anderen Blu-rays gesehen und da würde ich sagen, ist auch hier ein wenig Luft nach oben. Aber alles in allem, wenn euch der Film gefallen hat, dann könnt ihr euch den schon problemlos nach Hause holen. Man muss halt eben Fan von Tomb Raider sein, beziehungsweise akzeptieren, dass dieser Film halt nicht in allen Bereichen wirklich gelungen ist, aber zumindest eine sehr gute Hauptdarstellerin hat und auch hier und da doch überraschend mehr vom Spielgefühl einfängt als so manch andere Videospielverfilmung. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.